So, jetzt bin ich mal wie immer raus. Gespeichert und wieder raus. Habe ich noch Ether? Nee, dafür habe. Wie viele Zeichen war das? Eine Menge, 6, genau. Ich muss ja irgendwie rauskommen. Wie mache ich das am besten? Muss ich hochgehen oder hier? Ich würde ja sagen hier, ne? Dieser Aufzug bringt dich nach oben. Aber erst musst du als Schokobo-Jockey ausgesucht werden. Cool, wo war Schokobo-Rennen nochmal? Kollege. Diese Typen lügen, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ich würde gerne wieder hochgehen. Willst du mit Schokobo-Rennen mitmachen? Ja, muss ich ja, ne? Ah, pass mal auf, vorher noch. Erstmal auf keine Lust und vorher. Eins muss ich noch loswerden, ich hab's komplett verdüst. Hast du vor, für immer hier zu wohnen? Dann wünsche ich dir ein langes Leben. So, wie gesagt, ich hab's komplett verdüst. Ich nehme das Let's Play von Final Fantasy 7 auf. Ein Spiel, das es seit, jetzt kommt's, dem 31. Januar 1997 auf dem Markt ist. Also, auf jeden Fall in Japan, da war ja erste Veröffentlichung. Das heißt, am 31. Januar wurde Final Fantasy 7 20 Jahre alt. Ich wollte, der Gedanke kommt jetzt leider zu spät, weil ich jetzt gerne oben gefeiert, dann hätten wir ein paar Spiele spielen können, aber wie mache ich das jetzt am besten? Einfach mal angesagt oder so. Ach, am besten, ich lasse mich von Ihnen gratulieren. Ach, ich kann man leider nicht ändern, ich hab's verdüst, echt verdüst. Vielleicht nächstes Jahr. Willst du beim Schoko-Oberrennen mitmachen? Ach übrigens, Happy Birthday. Ja, ich will. Dann hol dir die Erlaubnis vom Boss. Wer ist der Boss? Du weißt nicht mal das? Oh Mann. Ja, tut mir leid, ich bin der Neue hier. Ja, hallo? Ja. War der Boss da drin oder was? Ja, es tut mir leid. Der Boss ist bestimmt hier drinne. Geht da nicht anders. Lass mich rein da. Schon wieder? Geht's aber höflich zu los. Ach ja. Kann man hier rein? Nein. Soll ich mich jetzt umkleiden oder was? Aber wie? Heilung, Feuer, Eis, Baby. Wer ist denn mein Heiler? Ach ja. Einmal der Barrett. Also nicht wundern, bei der Sessione bin ich sehr oft am Trinken, weil ich muss irgendwie wieder wach werden. Das ist gerade echt schlimm. Pass auf, jetzt kommt ein Product Placement. Ich trinke Flüssiges. Wie Heilung. Hä, warum heilt er mich? Danke! Ja. Na, großartig. So, dann darf ich ihn gleich mal wieder heilen. Na, saubere Sache. Heilung 2 gleich. Passt ja mehr, glaube ich, ne? Ja, fertig. Wo kann ich mich umkleiden? Hier drinnen bestimmt nicht. Oder? Hallo? Ob dein Auto dabei ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung, du. Echt keine Ahnung. Ach übrigens, Happy Birthday. Danke, danke, danke. Aber du auch, du auch. Mann ey, wo bist du? Was brauch ich denn? Okay. Das ist dann mal ein bisschen gezaubert. Zauberei. Was? Alter, schon wieder. Ja, Alter, will. Dann nochmal.
Kann ich da noch angreifen? Das ist doch... Weiß nicht. Aber lustig ist, mein Bird Eyes hat bekommen, ne? Wie gesagt, soll ich mir jetzt ein Kleid anziehen oder was? Ja, folgendes, pass mal auf. Erste Male setze ich ein Zelt an. Das ist mir doch ein bisschen zu hart hier. Warte, Geschwindigkeit auf, ja, passt. Achso, eins sag ich dir, Knabe, diese Wüste ist äußerst gefährlich. Sie heißt dich willkommen, aber wenn du wieder gehen willst, dann verschlingt sie dich. Ich habe schon gehört, dass manche nie wieder rauskommen. Am besten bleibt man ganz aus der Wüste draußen. Okay. Ich bin ja nicht freiwillig hier drinnen, ne? Hallo? Da ging's lang. Ich brauche irgendwie Kleidung. Kleidung, Kleidung. Ich geh erstmal hier rein. Ist hier was drin? Ach ja, da war ja nichts. Hä? Habe ich das letzte Mal schon gesehen? Da geht's ja runter. Auf den hat auch jemand geschossen. Nein, was tust du? Geht's dir lang? Einfach mal alles durchstöbern. Irgendwann finde ich schon den richtigen Weg. Pass auf, es gibt ja eine Granate ab. Und der braucht gar nicht mehr Feuer 2 einsetzen. Das passt doch. Müssen alle eh schon fast tot sein. Siehste. Dankeschön. Danke, 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 danke. Ja. Tut mir mal ganz einfach so, als hätte ich keinen Plan, wo ich hin müsste. Cool, gleich wieder ein Set bekommen. Und das ist gar nicht so schwer, dass ich nur so tue, weil ich habe wirklich keinen Plan. Aber ich glaube, hier komme ich nicht raus, ne? Geht's da lang? Hey, Kollege! Alles klar schon bei dir? Hi. Mann, heute war der Boss ganz schlecht gelaunt. Oder war es einer seiner besseren Tage? Ja, das weiß ich auch nicht, du. Ich kenne den Boss nicht so. Ach, hätte ich gedacht, dass es doch noch hier so ein bisschen größer ist. Oh, geil, da war ein Bohrer. Was seid ihr denn? Sehen aus wie Pflanzen. Oh, nicht doch. Ich kann doch nichts anderes. Bitte was? Die liegen ja noch. Schon besser. Schon besser. Ich glaube, Angriffe wäre eigentlich in nächster Zeit erstmal effektiver, ne? Oh, die sind ja schon an Level 20. Wo geht's lang? Bin ich hier richtig? Ist das ein Ja? Dein, bist du das? Die hat ein Gewehr im Arm, ich denk mal. Die Stimme habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Eine Stimme, die ich nie vergessen werde. Ich habe immer gehofft, dich irgendwann mal wieder zu sehen. Ich wusste, dass du noch lebst. Wir hatten die gleiche Operation. Hör mir zu, Dein, ich will... Bleib flauschig, Alter. Übrigens, Happy Birthday. Was ist das? Ich höre ihre Stimme. Genova? Also, das frag ich gerade. Ich höre ihre Stimme. Elianas Stimme. Ilianors Stimme. Wer ist denn Ilianor? Sie flippt mich an, dich nicht total zu hassen. Deshalb habe ich
nicht nach dir gesucht. Ich weiß, dass ich dumm war. Ich will dich auch nicht um Verzeihung bitten. Aber was machst du denn hier? Warum willst du denn die umbringen, die nicht mal was damit zu tun haben? Warum? Warum? Das ist dir auch total egal. Werden die Leute, die du umbringst, verstehen, warum? Werden die Leute von Corellis verstehen, nur weil sie Shinras Ausreden hören? Es ist mir egal, was der Grund ist. Die geben uns einfach nur Artillerie und fadenscheinige Entschuldigung. Übrig bleibt eine Welt voller Verzweiflung, Leere und Schmerz. Hä, was? Willst du immer noch wissen, warum? Okay, ich sag dir warum. Weil ich alles zerstören will. Ja, aber warum dahin? Warum? Die Leute dieser Stadt. Humpelt der? Die Stadt selbst. Die ganze Welt. Hat er mich gerade dreimal angeschossen und ich stehe wie ein Mann da? Not bad. Ich habe nichts mehr in dieser Welt. Kabel, Liana, Marlene. Marlene lebt noch. Ich bin in die Stadt zurückgegangen. Ich dachte, sie würde bestimmt sterben. Deshalb wollte ich bis zum Ende bei ihr sein. Und da habe ich sie gefunden. Habe ich Marlene gefunden. Ja, fällt dir nichts ein, ne? Sie ist in Midgar. Komm, wir gehen zusammen zu ihr, okay? Sie ist also noch am Leben? Okay, Barrett. Das heißt also, wir müssen gegeneinander kämpfen. Warum? Hä, warum? Wo ist der Zusammenhang? Was? Eleanor ist ganz allein. Ich muss Marlene zu ihr bringen. Nein, bist du wahnsinnig? Marlene will ihre Mutter sehen, oder? Hör auf, ich kann jetzt noch nicht sterben. Was du nicht sagst, naja, mein Leben ist damals vorbei. Hör auf, ich will nicht gegen dich kämpfen. Damit, hau mir mal runter. Cloud, du hältst dich da raus, verdammt nochmal. Das ist mein Problem. Nur mit Barrett? Soll ich sterben? Ich meine ja, aber... Cool, ich hab Heilung und Eis. Kollege, pass mal auf. So läuft der Hase hier. Ich brauch nicht mal schießen, ich knack dich so weg. Alter, was? Sieht sich das ab? Alter, der ist echt heftig. So, Eis. Ja, 142, ja. Komm. Zauber, Heilung. Dürft ihr mich nochmal angreifen, dann ist mein Limit voll, dann geht die Zeile 0,0x voll. Alter, war das knapp. Was mehr ist? Ist das jetzt noch immer Eis ein? Und zack. Und geht die Zeile jetzt schneller voll ein bisschen? Ja, hab's gewusst. Pass mal auf, du hast eine S-Mine, ich hab... Wieso darf der zweimal? Du hast eine S-Mine, ich hab eine Granate. Grenade! Okay. Ist jetzt nochmal Heilung ein? Ja, für mich auch. Wieso darf der jetzt immer zweimal... Mondlach? Spack mich rum, Alter! Oh! Knappe Geschichte. Ganz knappe Geschichte. 25. Krieg ich damit noch einmal Eis hin? Ja. So. Ja, wieso darf der jetzt immer zweimal? Das ist voll unfair. Eis noch. Ist er tot?
Ja, hör auf. Alter. Hab ich ihn besiegt? Ah, ja. Ganz knappe Grenze an MP-Punkte. Alter, ein Silberarmband. Was das wohl macht? Das, meine Freunde, war Strategie. Und Glück. Zurück. Nein, ich will dir helfen, Mensch. Ich hätte fast gegen den Humpel den verloren. Es war nicht nur mein Arm damals. Ich habe damals was Unersetzliches verloren. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Mensch, nein, ich weiß auch nicht. Können wir es nicht anders lösen? Die Stimme, weißt du, das passt überhaupt gar nicht zum Kontext, gerade irgendwie. Ich habe dir schon mal gesagt, ich will alles zerstören. Alles, diese verrückte Welt, sogar mich selbst. Bringt doch nichts. Was mit Marlene? Was soll mit ihr passieren? Denk mal nach, Barrett. Wie alt war Marlene damals? Auch wenn ich jetzt zu ihr gehen würde, würde sie mich niemals erkennen. Und außerdem, Barrett, diese Hände hier sind ein bisschen zu schmutzig, um Marlene noch tragen zu können. Wer ist eigentlich dein jetzt im Grunde? Weiß ich nicht. Barrett. Gib Marlene den Anhänger. Er hat Eleanor gehört. Ein Andenken an meine Frau. Okay. Wow, Marlene ist schon 4. Tu das nicht dahin. Tu das nicht. David, bring Marlene niemals zum Wein. Nein. Das werde ich nicht. Aber warum denn? Nein, dein? Nein! Und das zum Geburtstag! Nein, wir sind beide gleich. Meine Hände sind auch nicht sauber. Ich kann dann Marlene auch nicht tragen. Ah!